Also das geht ja wirklich eine Ebene tiefer. Nicht nur, was ich immer sage, hallo, auch liebe Politik, wir müssen gemeinsam mit den Lehrkräften gestalten. Und die Lehrkräfte sollten aber auch gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern gestalten. Denn bei dem, was in den letzten 10 Jahren halt passiert ist, ne, da sind die Schülerinnen und Schüler ja auch so drauf aufgesprungen. Ne? Und wenn es so was Banales ist wie, ich bin da auf Social Media unterwegs und habe gewisse Mechanismen, über die man ja reden kann, wie man es nutzt, wo Gefahren sind. Und das ist doch wieder auch ein Appell, eigentlich gemeinsam gestalten und wo man ja eigentlich vielleicht nicht drauf gekommen ist, ja, lasst uns die Schülerinnen und Schüler mit ins Boot holen. Was habt ihr für Ideen, um den Unterricht der Zukunft zu gestalten? Das, oder? Und die haben unglaublich tolle Ideen, ne? Also das ist der Wahnsinn, was da manchmal kommt, wo du dir denkst, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Also das ist zum Beispiel, wenn ich neues Unterrichtsmaterial auch teste, ich hole mir immer Feedback ein. Ich habe jetzt irgendwie letztens Station Lernen analog digital gemacht, also ich mache immer ganz gerne auch diesen Wechsel und habe mir dann ein Feedback, hier, was war gut, was kann ich vielleicht noch besser machen?